Der letzte öffentliche Kuss von Meg und Harry ist kein Liebeskuss. Mehrere Experten für Körpersprache sagen, dass sie den Kuss nur vorgetäuscht haben. Und es gibt keine Romantik oder Zuneigung oder sonst etwas zwischen ihnen. Es sieht so aus, als könnten sie es nicht erwarten, voneinander wegzukommen. Harry sah sogar so aus, als wolle er sich nach dem Kuss die Lippen abwischen. Und dieser peinliche Kuss bei den Invictus Games ist erschreckend ähnlich. Dem Kuss von Charles und Diana, bevor ihre Ehe in die Brüche ging. Mal sehen, was wir aus ihrer Körpersprache erfahren können. Und was können wir an Max und Harrys Chemie erkennen? Abgesehen von der Tatsache, dass es keine gibt? Und was den Kuss selbst angeht? Alles war vorbei in einem Wimpernschlag. Aber in diesen kurzen Sekunden können wir viel erkennen. Harry schafft mit seinem Körper Abstand zwischen ihm und Megan, während Megan sich weigert, sich ihrem Mann näher zu beugen. Dieser Kuss erinnert so sehr an den berühmten Kuss von Charles und Diana. The kiss that missed. Diana weigerte sich absichtlich, Charles zu küssen, und das signalisierte das Ende ihrer Beziehung. Könnte es sein, dass wir etwas Ähnliches bei Meg und Harry erleben? Denn es gibt mehr rote Fahnen in ihrem Kuss, die wir sehen können. Seine Füße sind auch ein klarer Indikator dafür, dass er sich unwohl fühlt. Sie stehen weit auseinander und sind so weit weg von Meg wie möglich. Und sie zeigen auch von ihr weg. Achte aber auf Megans ruhigen und entspannten Gesichtsausdruck während ihrer Rede vor diesem peinlichen Kuss. Dann sofort nach dem Kuss. Megans Gesicht ist fast verzerrt vor Druck und ihre Haltung sieht aus, als könne sie es nicht erwarten, wegzukommen. Gleichzeitig wirkt Harrys Gesichtsausdruck wie niedergeschlagen. Augenblicke später sind sich adleräugige, königliche Kritiker sicher, dass es so aussah, als wolle Harry den Kuss von seinen Lippen abwischen. Eine andere Theorie besagt, dass Harry versuchte, die Tränen zurückzuhalten, nach der herzlichen Rede, die Megan ihm gewidmet hat. Das Problem für Harry ist, dass es ihn emotional aus der Bahn zu werfen scheint. Seine Augen haben den traurigsten Ausdruck, während seine Zunge aus dem Mundwinkel ragt. Und er schaut nach unten, um seine Traurigkeit anzudeuten. Aber ihr scheinbar erzwungener Kuss in der Öffentlichkeit ist nicht das einzige Indiz für eine möglicherweise ausklingende Romanze. Vergleiche diese aktuellen Fotos von Megan, die Harry ansieht, mit denen vom Anfang ihrer Beziehung. Inzwischen wissen wir, dass Megan ein Talent dafür hat, eine Kamera zu finden. Und sie achtet immer darauf, keine Fotogelegenheit zu verpassen. Kannst du das verräterische Zeichen auf den verschiedenen Fotos erkennen? Aber auf vielen ihrer neueren Fotos hat Megan einen steifen Nacken, was uns entweder sagt, sie hat die Kamera entdeckt und einen absichtlich verliebten Blick aufgesetzt, oder sie täuscht ihre Liebe zu Harry ganz einfach nur vor. In jedem Szenario zeigen jedoch Posen mit steifen Nacken, dass dies nicht Megans wahre Emotionen sind. Viele königliche Kritiker und Körpersprache-Experten glauben, dass Harry in seiner Ehe gefangen ist und ausbrechen will. Und das ist der wahre Grund, warum er nach dem Kuss so traurig aussah. Achte einfach auf sein Verhalten, als er nach seinem Zuhause gefragt wurde. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, dass Harry in seiner Antwort überhaupt nicht sicher klingt. Es gibt auch nichtverbale Hinweise, die uns sagen, dass Harry es bereuen könnte, in die Staaten gezogen zu sein. Falls du die subtile Zeichen beim ersten Mal übersehen hast, lass uns diesmal besser aufpassen.
Wenn Harry wirklich glücklich wäre, die königliche Familie für Meghan verlassen zu haben, denkst du nicht, dass seine Antwort dann sicherer ausgefallen wäre? In demselben Interview gibt es mehr subtile Hinweise, dass das Thema Heimat ihm unangenehm ist. Achte aber auch auf seine unruhigen Arme und Beine. Der Prinz Harry, den wir hier sehen, ist ein großer Unterschied zu dem Harry, den wir bei den Invictus-Interviews im letzten Jahr gesehen haben. Was hältst du von all diesen Körpersprachehinweisen? Könnten das subtile Anzeichen dafür sein, dass ihre Liebesbeziehung langsam verblasst? Lass uns wissen, was du denkst, und bleib dran für weitere königliche Neuigkeiten.